Okay, das waren unsere amtierenden Champions, Haley und Tara. Okay, eine kurze Pause, denn auch ein Happy muss mal Pippi. Bei dem Witz lacht nie jemand. Oh, sieh mal, wer uns wieder beehrt. Wusste ich doch, dass es hier nach Losern riecht. Dann musst du dich wohl selber riechen. Der war gut, nicht wahr? Für dich schon. Euch wurde es doch untersagt, hier zu singen. Wieso sollten wir das wollen? Damit dein Daddy euch wieder gewinnen lassen kann. Wir haben gewonnen, weil wir einfach die Besten waren. Oh mein Gott. Das ist echt sowas von tight. Tight bedeutet cool. Das ist echt sowas von gar nicht tight. Und wisst ihr was? Würden die Gäste den Gewinner wählen, würde jeder Einzelne euch Vollidioten von der Bühne fegen. Jeder Einzelne. Ihr Vollidioten. Aber davor hättet ihr Schiss, nicht wahr? Sollen doch die Gäste entscheiden, wer hier am besten singen kann. Ganz meiner Meinung. Dann lasst uns wetten. Und wenn wir gewinnen? Dann darfst du mit Jades Freund rumknutschen. Was? Sie steht auf seine Haare. Das tue ich auch. Willst du knallen? Nein. Und wenn ihr verliert? Müsst ihr eine Freundin von uns babysitten. Abgemacht. Gut. Also, pickt euch jemanden raus, der gegen euch antritt. Okay. Wir nehmen... Sie. Hey, komm schon, nicht sie. Wie wär's mit jemandem, der eine Chance hat? Die Wette lautet irgendjemand aus diesem Laden. Und ich meine, sie sitzt in diesem Laden. Hey, Ugly Betty. Hm? Ab auf die Bühne. Meinst du mich?